Beim Titel dieses Videos könnte man meinen, dass es heute um die Nürnberger S-Bahn-Linie S6 geht. Also um eine S-Bahn, die diesen Namen nicht verdient hat. Aber das haben vor mir bereits genug Leute getan. Und so geht es stattdessen heute mal um eine Linie, welche eigentlich keine S-Bahn ist, diesen Namen aber verdient hätte. Eine S-Bahn zeichnet sich durch folgende Kriterien aus. Eine S-Bahn verbindet eine Metropole mit umliegenden Städten und Gemeinden. Dabei hält sie im Stadtgebiet mehrmals an, um Menschen aus den Vorstädten in die Innenstadt zu bringen. Die Bahnhöfe selbst sind dabei barrierefrei zugänglich und der Einstieg ebenerdig. Sie fährt in einem dichten Takt, idealerweise zumindest teilweise auf eigenen Gleisen, getrennt vom restlichen Bahnverkehr. Und idealerweise hat sie eigene S-Bahn-Fahrzeuge, wobei das kein Muss ist. Die Rangaubahn verbindet die Städte Kadelsburg und Zirndorf mit der Großstadt Fürth. Obwohl sie nicht nach Nürnberg durchfährt, bestehen hier Umsteigemöglichkeiten, abgesehen davon, dass für viele Kadelsburger und Zirndorfer wohl Fürth selbst das Ziel sein dürfte. Sowohl in Fürth als auch in Zirndorf gibt es Haltepunkte in den Vororten, wobei der Haltepunkt Alte Feste den Süden Dambachs und den Norden Zirndorfs erschließt. Nun, nachdem er erst vor wenigen Monaten neu gebaut wurde und nun nichts mehr davon zeugt, dass hier einst ein Bahnsteig war, sind alle Bahnhöfe entlang der Rangaubahn barrierefrei zugänglich und der Einstieg in die Triebwagen ebenerdig. Ironischerweise mit der großen Ausnahme des Fürther Hauptbahnhofs. Die Züge fahren unter der Woche halbstündlich und am Wochenende stündlich, wobei die überdurchschnittliche Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit erwähnt werden sollte. Ich war schon oft, sowohl privat als auch für diesen Kanal, auf der Rangaubahn unterwegs und habe es noch nie erlebt, dass sie auch nur mehr als 2 Minuten zu spät an einem Bahnhof abgefahren ist. Wie sollte sie auch? Schließlich pendeln die beiden Züge auf der Strecke unabhängig vom restlichen Netz hin und her. Das ist alles durchaus schön, vor allem für die Menschen entlang der Strecke. Aber ist es am Ende nicht egal, ob man das nun eine S-Bahn nennt oder einfach nur die Regionalbahn, die sie ist? Für den zweiten Eindruck oder für den Pendler ist es tatsächlich irrelevant, denn jeder Fahrgast wird früher oder später ohnehin merken, mit welchem Verkehrsmittel er es zu tun hat. Für den ersten Eindruck aber, wenn man eine Reise plant oder die Bahn ausprobieren möchte und nur die Buchstaben auf dem Netzplan vor sich hat, da macht es eben schon einen Unterschied. Denn mit einer Regionalbahn assoziieren die Menschen langsame Bummelzüge, die an heruntergekommenen Bahnhöfen sehr selten halten. Mit einer S-Bahn hingegen verbinden sie schnelle, moderne Züge, welche auf gut ausgebauten Strecken an gut ausgebauten Bahnhöfen häufig fahren. Die Rangaubahn erfüllt alle Kriterien, die eine S-Bahn erfüllen sollte. Nur ein Kriterium eben nicht. Und zwar den Buchstaben